Willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Wir werden jetzt mal gucken. Da ist kein Wasser. Wir werden jetzt mal gucken, was das für ein Assassinen-Symbol da oben auf unserer Karte ist. Der ist ja zum Glück nicht weit weg. Schauen wir einfach mal. Einfach mal gucken. Hätte. Okay, der ist unter uns. Ja, da. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich da rein. Wo ist das? Hier. Okay. Nee, hä? Moment. Wo bin ich jetzt? Nee, da. Was soll das? Ich brauch dich. Was siehst du da oben, Sönin? Wo ist der Eingang? Da ist ein Turm, okay, da gehen wir später hin. Da ist noch Gold. Ach, der ist da unten, ne? Wir müssen durch den Wasserfall da unten, okay. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, das ist hier. Das. Wir müssen woanders. Das ist woanders. Aber wo ist es? Hier irgendwo muss. Hä? Flieg, Freundin. Wo soll denn hier was sein? Ja, nee, den nicht, den hatte ich ja schon, warte mal. Theoretisch müsste direkt vor uns was sein, aber ich weiß nicht wo. Hier ist nämlich nichts. Ja, wir sind auch zu hoch. Wir müssen da unten. Also hier drunter. Also doch der Wasserfall oder wie? Ah. Ja, das ist doch das Falsche jetzt. Da. Ah, nochmal 38 Meter nach unten. Hä? D-d-d-d-d-d-d-d. Thank you.
soll hier noch was sein? Sechs. Ich bin zu hoch. Ich muss runter, aber hier. Okay. Hier ist aber nirgendwo was, wo ich. Ja, das nehme ich natürlich gerne mit, aber das ist nicht das, was ich suche. Erstmal auftauchen, ja. Wie hier? Nee, das ist falsch. Da. Hä, wo soll. Da soll irgendwo was sein? Na, dann holen wir uns jetzt hier erstmal das Gold. Aber wo ist denn die. Ich glaube, ich gehe erstmal hoch, bevor ich dann runtergehe. Ja. Es ist also hier direkt unter uns. Okay. Oha. Ja, das kann erst lustig werden. Mal gucken, ob wir das überleben. Hierher. Nope. Oh oh. Wow. Okay, es war ganz schön, dass wir das gefunden haben, aber was suche ich hier eigentlich gar nicht? Wir wissen. Hi, wir beißen die Fische. Oh, ich kann nicht mit dir reden. Ist irgendwo. Ich verstehe das nicht.
Ich muss hier noch weiter runter, aber wie denn? Wie komme ich hier denn so weit runter? Vor allem hier ist ja nichts. Oh, hier ist doch was. Wartet mal, stopp. Nee, 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 nee. Komm ich wieder beim Turm an. Hier ist auch nichts. Oder kann ich jetzt hier weiter? Schaut mal, was haben wir denn hier gefunden? Was haben wir denn hier gefunden? Willst du mich verarschen? Ach so. Okay, habe ich's gesagt. Jägerarmschiene. Aha. Armschiene. Nö, da ist die Device mal besser. Zwar nicht viel, aber sie ist. Na, tut's ja. Ja. Da haben wir einen ganzen Rüstungssatz und vom Jäger haben wir, glaube ich, keinen Rüstungssatz. Hier haben wir zum Beispiel, wir haben keinen Helm vom Jäger, das hat schon erledigt. Okay, Jägerhose hätten wir. Aber wir haben keinen Jägerhelm und hier haben wir. Ja und. Ja, gut. Wow, es hat jetzt doch länger gedauert, als ich dachte. Hier ist eine Schriftrolle. Hä? Habe ich da was vergessen? Habe ich da noch was vergessen? Erstmal runterschwimmen. So. Okay, das ist echt fies versteckt. Aber naja, wir haben es gefunden. Das zählt ja. Man hat gesagt, das ist die Hauptsache. Eieiei, wie nass er ist. Hihihihihi. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt mal gucken. Was das für Schriftrolle ist, die ich da irgendwo hab. Bei dem Turm ist doch eine Schriftrolle? Und die halt einfach da liegen lassen? Ich habe die gar nicht gesehen. Spring doch direkt auf den. Na egal. So, also nochmal hoch hier. Da war ich doch. Was habe ich denn da übersehen? Mensch, ich war doch da. Was habe ich da denn jetzt übersehen? Wow. Ach. Okay, ich bin da nicht hoch. Schatzhort, Karte. Aha.
Ja gut, ich bin da nicht hochgeklettert. Schatzkarte hier von der... Huch. Spät. Nein, genug gespäht. Da wäre auch noch ein kleiner Punkt. Also, ja, da eine Opfergabe. Pff. Hoppala. Ja. Wir haben auch noch ein bisschen. Dann sammeln wir hier mal noch schnell ein. Wir sammeln im heutigen Part einfach ein paar Sachen ein. Da hinten, Mäuschen. Bin ich hier genau dahin. Also der Assassinenschatz, der war, ja. Aber sowas immer ganz genau gucken, wo man da am besten hertaucht, schwimmt. Wie auch immer. Und hopp. Toll, 11 Meter unter uns, also hier durch. Das wollte ich gar nicht. Na gut, dass du schon mal da bist. Man hatte nichts mehr gesehen. Gut, dann nicht zu raus hier. Hoppala. Ganz ruhig, Großer. Das war so gar nicht absichtlich. Ja, oben auf dem Hügel ist auch noch was. Ja. Los, lauf mal. Hallo. Ist das etwa zu steil? Oh. Du Scheiße. Hohoho. Okay. Wir haben es aber überlebt und es fängt an zu regnen. Welche Richtung? Diese Richtung. Heieiei. Ja, fast wären wir gestorben, aber wir haben es geschafft. Eipa. Top.
Höher! Auf geht's. Hier! So. Da ist die Kiste. Nachricht eines Räubers. Torolf, triff mich beim ersten Licht an den Toren. Ich zeig dir, wo die Nackten sich herumtreiben. Bei einem kleinen Lager gen Westen. Sie haben keine Hosen an. Also gibt es auch nichts zu holen. Aber bring etwas Bier mit und wir haben wenigstens was zu lachen. Okay. Oha, das sind aber viele. Wir gehen dahin. Das ist... Und tschüss. Hier lauert toll verfluchtes Verderben. Ist das wieder was, was wir noch nicht machen? Wo wir noch zu schwach für sind? Schauen wir mal. So, ne, dieses Gebiet ist verflucht. Wir sollen die Ursache finden. Da. Zerstört. Hat sich ausgeflucht. So, das hier machen wir. Ja, die drei machen wir noch. Wieso habe ich das Meer markiert? Ach so. Auf geht's. Ich mag sowas ja, einfach erkunden. Einfach ein bisschen durch die Gegend. Kann das hier noch als Reiten? Ich sollte mein Gesicht verdecken.
Ach so. Da wollte ich eigentlich drauf. Ich muss halt. Okay, ich muss da rein. Gut. Muss da irgendwie rein. Oh. Dann ist hier keiner mehr. Vorräte ist immer gut. Wie von Wigmund, Tan Wimbald. Deine Gaben waren äußerst großzügig. Meine Männer kämpfen gut, schlafen gut und sind guter Dinge, was daran liegt, dass sie gut genährt sind. Ihre Einsatzbereitschaft ist von großer Bedeutung für unseren Sieg. So bleibt es unabdingbar, dass unser Bedürfnis, dass unser Bündnis fortbesteht, bis die dänische Gefahr gebannt ist. Zum Wohle aller, die Granterbrück ihr Zuhause nennen. Der Orden der Ältesten weiß deinen Beitrag zu schätzen und wird dich angemessen entlohnen. Ah ja. Das war untertauchen. Da ist noch was. Das ist wahrscheinlich auch hier drin. Ne? Da hinten. Lalalalala. Oha. Da komme ich doch nie ungesehen rein und vor allem nicht wieder raus. Ich bring dich um! Ja, Bruder! Bleib standhaft! Der Herr gibt mir Stärke. Ah, shit. Mein... Brauch eine neue Tastatur. Meine Q-Taste klemmt. Na, ja, wartet mal kurz. Moment, Moment, Moment. Ui. Mal irgendwie... So. Zack, und schon geht das ja wieder. Wow.
Oh, sehr schön. Das war's hier, ne? Genau. Und den holen wir uns noch und dann war's das. Und beim nächsten Mal machen wir mit der Mission weiter. Ausgezeichnet! Du bist tot! Tot! So. Wir schaffen das. Aua. Daneben. Ach, verdammt noch mal. Jetzt reicht's aber. So. Weg hier. Oh, da ist er ja. Meine Güte. Das war... Ja. Ja! Mein Apfelwagen ist umgekippt. Diese Äpfel müssen gegessen werden. Sie sind zu saftig, um zu vergammeln. Du hast deine Äpfel verloren. Sehr richtig. Ein teuflischer Wind überkam mich und ich sorge mich um sie. Aber ich habe die besten und saftigsten gerettet. Diese Äpfel erfüllen deinen Mund mit dem schillernden Licht Jesu Christi. Was macht sie so besonders? Ein Apfel ist ein Apfel, oder? Oh, das sehe ich anders. Weißt du, jedes Jahr pilgern wir gen Westen. Zu Hammes Gehöft. Bauer Hamme im Westen. Ja, wir nennen ihn liebevoll den Hammer. Und seine Äpfel sind köstlich mit dieser leichten Eisennote. Meine Freunde sind bereits zurück und geben sich sicher schon dem Genuss hin. Aber ich hatte leider Unglück. Mein Wagen ist hin. Mein Apfelwagen ist umgekippt. Diese Äpfel müssen gegessen werden. Sie sind zu saftig, um zu vergammeln. An den Bruder Gutwort vom Kult des heiligen Gutluck. In Freundschaft mit den Brüdern vom Kult des heiligen Gutluck. Lass die Äpfel von Ham. Lass die Äpfel von Hamme gehüpft in Osten von London ein Segen für eure Gruppe von fröhlichen und göttlichen Rabauken sein. Lass den eisernen Topf Gottes euch segnen und euer Weg in seinem Licht erstrahlen. Möget ihr beim Apfel tauschen immer in sein Licht betrinkt sein. Ja, was soll... Mein Apfelwagen ist umgekippt. Diese Äpfel müssen gegessen werden. Oh, ich bin dir ewig dankbar, dass du die Kiste trägst. So. Ich würde mich freuen, bei der Verköstigung der Apfelernte teilzuhaben, sobald wir bei deinen Freunden sind. Oh, natürlich werden wir Gottes Früchte mit dir teilen. Dann kannst auch du die Eisennote schmecken. Nach dem Fasten haben wir uns das verdient. Fasten ist das, wenn ihr für euren Gott nichts esst? Ja, wir zeigen unsere Hingabe, entsagen der Ablenkung. Aber jetzt ist es Zeit, die Früchte des Schöpfers zu genießen. Äpfel mit Freunden zu teilen, ist das göttlichste Erlebnis überhaupt. Oh, oh. Manchmal ist es schön, einfach zu entspannen und einen Apfel zu genießen. Da das Glück unseres Lebens sich jederzeit wenden kann, ist es wichtig, die einfachen Dinge zu genießen.
Ich rieche schon wie eine Falle. Irgendwas passiert hier doch. Ich freue mich so, dass du meinen Freund kennenlernst und wir zusammen Äpfel verspeisen können. Und wie schön es ist, gemeinsam zu wandern. Hallo, es sind Äpfel. Junge, was ist dein Problem? Am Ende dieser glorreichen Pilgerreise werden wir vor Gutlag niederknien und in seine Belohnung eintauchen. Schauen wir mal. Oha. Da wären wir. Unser kleines Heiligtum. Wenn du willst, bete mit uns beim Apfeltauchen. Beim was? Nur so können wir in frommer Weise die Erträge unseres Schöpfers ernten. Gepriesen sei er. Oh, Bruder Holtwulf. Und du hast jemand mitgebracht. Schön, dass du zurück bist. Okay, ich glaube, das war's, ja? Ja. Okay. Oh, hi. Können wir... Und mit der Kuh kannst du nicht... Eine Kuh kann man nicht streicheln. Schade. Freunde, das war's für heute. Wir werden beim nächsten Mal uns wieder einer Mission widmen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ja. Gut, ich habe zwar schon nicht das geschafft, weil ich eigentlich machen wollte. Aber das ist jetzt egal. Wir werden beim nächsten Mal mit Ramni, wie ist sie so? Ach Gott, ich und die Namen. Mit ihr reden. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich sage erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.